Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So langsam lichtet sich ja unser Verpackungsmarathon und ich würde sagen, wir fangen heute mal mit diesen Herzchen an. Da werden wir uns das heute ganz einfach machen. Wir werden eine Geschenktüte basteln. Und zwar habe ich mir gedacht, werden wir auf jeden Fall Sommerbeere benutzen, weil das in unserem Sortiment jetzt wieder Zeit wird, mal auf Sommerbeere umzuschwenken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Papier zuzuschneiden. Ihr braucht für die Vorder- und Rückseite ein Stück Farbkarton in den Maßen 26 cm mal 15 cm. Den braucht ihr zweimal. Also machen wir es gleich hier nochmal. 26 mal 15 cm. So, das werden unsere Front- und Rückansicht. Und für die Seitenteile, die setzen wir uns rein. Da braucht ihr zwei Stücke in den Maßen 19 mal 10 cm. Ich habe hier noch ein Reststück, deswegen muss ich jetzt mal gucken. So, also 19 cm mal 10. Zweimal, ich kriege hier jetzt zwei Stücke raus. Das waren erstmal nur die Zuschnitte. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an zu falzen. Wir fangen mit dem großen Farbkarton an. Den falzt ihr an der langen Seite so, bei 5 cm und bei 20 cm. Dann sieht es so aus. Ziemlich langweilig, aber... Ach, da könnt ihr es sehen. Genau, ihr habt den kleineren Abschnitt und einen größeren. Das gleiche macht ihr mit dem zweiten Stück auch bei 5 cm. Das wird der Deckel, der kleinere. Das klappen wir uns nachher rein. Und bei 20 cm. So, die legen wir uns erstmal zur Seite. Dann kommen einmal die Seitenteile. Das ist ja 10 mal 19 cm und an der kurzen Seite falzt ihr einmal bei 2 cm und bei 8 cm. Beziehungsweise dreht ihr es um und falzt wieder bei 2 cm. Das mache ich hier eben auch. Dann drehen wir es auf die lange Seite und falzt bei 4 cm. So, das war jetzt erstmal das. Wir müssen uns gleich noch was zurecht markieren und zwar, das können wir auch jetzt machen. Dieses Stück müsste jetzt eigentlich 6 cm sein. Genau, die Hälfte davon ist 3. Entschuldigung, das Ganze ist 10, die Hälfte ist 5. Also ihr legt euch das hier oben in der Mitte an. Hier. Mal ganz kurz gucken. Und markiert euch erstmal einen Punkt. Den können wir nachher wieder wegradieren. Ne? Sonst habe ich hier oben einmal einen Punkt markiert. Und jetzt müssen wir noch von diesem Punkt hier zu der Ecke und von diesem Punkt zu dieser Ecke falzen. Das bedeutet, ihr legt euch das Papier wieder ein. Guckt, dass ihr hier, dass ihr diese Ecke
hier unten in der Nut habt und hier oben den Punkt, dass ihr das sehen könnt. Ich muss das kurz mal ins Licht rücken, aber so sollte das machbar sein. Und dann falzt ihr einfach runter. Und genau das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Also hier legt ihr das wieder an und hier unten auch. Und dann falzt ihr euch das einmal runter. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Wieder bei 5 cm einmal einen Punkt setzen. Anlegen, die Ecke anlegen. Und einmal falzen. Und auf der anderen Seite auch. So, was wir jetzt noch vergessen haben, ist, wir brauchen noch einen Einlegeboden. Den habe ich total vergessen. Der muss sein 6 cm breit. Oh ja, das passt gerade. Also 6 cm mal 14,7. Gut. Der bleibt auch so, wie er ist. Da machen wir gar nichts. Dann werden wir uns das gleich einmal zusammensetzen. Was wir jetzt machen, wir falzen das erst einmal. Und zwar habt ihr ja hier einmal ein großes Stück. Das falzt ihr einmal um. Und ein kleines Stück. Und so langsam wird nachher gleich oder kommt gleich Gestalt rein. Und dann seht ihr, was wir für eine Geschenktüte wir basteln. Ist die kleine Seite, die kleine Seite. Und hier sind die großen Seiten. Hier müssen wir noch ein bisschen was schneiden. Und zwar schneiden wir uns hier einmal Klebelaschen rein. Das heißt, hier unten, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier ist jetzt das Dreieck reingefalzt. Und hier schneidet ihr einmal eine Klebelasche rein. Und dieses Stück schrägt ihr euch ganz schmal nur an, den Boden. Das ganz schmal anschrägen und hier die Klebelasche. Und hier oben könnt ihr euch auch noch ein ganz kleines bisschen wegschneiden. So, ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Ich glaube, ja, das geht ganz gut. Das gleiche machen wir hier auch noch mal. Hier anschrägen, hier ganz leicht anschrägen, ebenso hier. Und hier oben könnt ihr euch das auch einmal anschrägen. So, dann haben wir das. Dann wird das einmal gefalzt. Und zwar einmal weg von euch. Dann die Tüte hin zu euch. Das jetzt ganz schlecht erklären. Die andere Klebelasche, also die beiden Klebelaschen, genau die zeigen beide hoch und das Dreieck falzt ihr nach innen und die knickt ihr wieder weg. Also quasi die Klebelaschen und die lange nach unten so rumknicken und das Dreieck einmal reinfalzen. Dann habt ihr nachher ein bisschen Form in der Tüte. Das wird hier nämlich nachher so rangeklebt, andersrum so. Und hier oben wird es umgeschlagen. Und dann habt ihr hier nachher eine richtig schöne Tüte. So, wir falzen das nochmal. Also die Klebelasche einmal reinfalzen, reinfalzen, das große auch reinfalzen. Dann dreht ihr euch das um und dann falzt ihr das M einmal in die andere Richtung. So, dann habt ihr hier oben ein M. Gut, und jetzt würde ich sagen, kleben wir uns das Ganze erstmal zusammen. So, wir kleben uns jetzt einmal die Tüte zusammen. Und dann machen wir gleich noch ein paar Bänder ran. Und Designerpapier kleben wir uns auch noch auf. Das müssen wir uns gleich nochmal zurechtschneiden.
So, ihr macht hier entweder Flüssigkleber drauf oder doppelseitiges Klebeband. Und dann klebt ihr euch das, das Oberteil, das hier ist 5 cm und das ist das größere Stück. Das kleinere Stück muss oben sein. Klebt ihr euch das hier einmal ran, so dass das hier bündig abschließt. Ihr könnt euch das auch so hinlegen. Und dann legt ihr das hier ran. Müsst ihr nur aufpassen, dass hier die Falzlinie nicht zugeklebt wird. Dann testet ihr hier oben einfach nochmal, ob ihr das hier umschlagen könnt. So. Dann könnt ihr hier nochmal mit dem Falzbein rübergehen, dass das schön anzieht. Und dieses Stück wird nachher gleich hier unten reingeklebt. Aber erstmal machen wir nochmal das andere Seitenteil. Das machen wir jetzt quasi alles zusammen. Und das ist wirklich super einfach. Und ihr habt einen absoluten Hingucker, wenn ihr irgendwie eine Kleinigkeit mitbringt. Und die Tasche ist so schnell gemacht. Ihr könnt das auch direkt mit Designerpapier machen, dann braucht ihr hier gar nicht wirklich viel kleben. So. So, das schiebt ihr euch hier einmal zurecht. Und dann klappen wir uns das einmal zu. Dann drückt ihr euch das nochmal mit dem Falzbein an. Das kann auch erstmal einmal hingeklappt werden. So. So, dann könnt ihr hier unten. Ne, wir kleben jetzt erstmal Designerpapier auf. Ihr könnt das jetzt auch einmal platt hinlegen und einmal festdrücken. So rum oder so rum, völlig wurscht. Dann machen wir uns jetzt nochmal Designerpapier drauf. Das habe ich nämlich vergessen. Und zwar habe ich mir jetzt hier einen Bogen rausgesucht, der farblich zu unseren ganzen anderen Projekten passen sollte. Und der muss die Maße haben 14,5 mal 14,5. Das klebt sich jetzt noch leichter. Oh. So, der kommt darauf. Und hier braucht ihr natürlich noch einen zweiten. Denn die Tüte hat ja zwei Seiten. So, genau. Das könnt ihr euch eben nochmal aufkleben. Wenn das klebt, dann setzen wir uns jetzt einmal den Boden zusammen. Also hier macht ihr einfach Flüssigkleber drauf. Hier. Klappt ihr die Seite um. Hier noch mal so ein bisschen andrücken und deswegen habt ihr nämlich auch eine zweite Seite, die muss hier rauf, die klebt ihr euch komplett einmal rauf.
Das klappt ihr einfach nur um und jetzt könnt ihr auch noch mal mit dem Falzbein das einmal festdrücken. Da das ja von innen jetzt nicht so hübsch ist, ist dieser Boden, den könnt ihr euch entweder nur reinlegen oder reinkleben. Wenn ihr euch den reinlegt, ist er auch bündig und ist fest da drin. Da verliert ihr nichts. So, und jetzt machen wir uns das hier oben schick. Und zwar könnt ihr die Seitenteile in einer anderen Farbe machen, um das Ganze noch so ein bisschen aufzupeppen. Und dann klappt man das hier nämlich um. Jetzt habe ich gerade einen ganz kleinen Denkfehler. Und zwar will ich ja noch mit euch ein Band dadurch fädeln. Das sieht hässlich aus. Genau, richtig. Also hier müssen jetzt noch zwei Löcher rein, während das noch aufgeklappt ist. Und auf der anderen Seite gegenüberliegend auch. Das werde ich jetzt noch mal eben machen. So, wenn ihr das Band hier durchgefädelt habt, also normalerweise habt ihr es jetzt unter der Klappe versteckt, ne? Das geht jetzt hier leider nicht mehr. Habt ihr schon mal auf jeden Fall eine tolle Tragetasche. Jetzt schauen wir mal. Und die Herzen passen da auch super rein. Ja, bis auf dieses Fauxpas, was mir hier gerade passiert ist, ist die Tasche doch eigentlich ganz süß. Man kann jetzt hier vorne noch ein bisschen dekorieren. Und das werde ich eben tun und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Meine Lieben, ich habe die Geschenktüte fertig und ich habe sie nochmal korrigiert, damit ihr auch seht, wie das wirklich aussehen sollte. Und zwar sind ja hier die Löcher drin. Dann macht ihr einfach hier unten, klebt ihr einfach das Band hinter. Dann klappt ihr eure Lasche um und klebt sie fest. Und dann sieht es nämlich auch so aus. Und so soll es auch sein. Und so. Das andere hätte ich nicht machen können. Das bin einfach ich. Ich mag es, wenn es perfekt ist. Ja, und nun habe ich die Tüte noch ein bisschen verziert. Eigentlich wollte ich ja auch mit dem Set zeitlos arrangiert das machen, aber es wäre hier irgendwie so ein bisschen sehr untergegangen, weil ja auch das größte Etikett davon, das ist ja nur so groß. Dann habe ich mir gedacht, ich habe noch vom Action diese ganz alte Stanze und für sowas eignet sie sich ja perfekt. Ja, ich habe das jetzt an beiden Seiten so dekoriert. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe auch, dass euch das gefallen hat, auch mit meinem Fehler. Aber ihr lernt ja draus aus meinen Fehlern. Und ja, ich würde sagen, viele Verpackungen haben wir nicht mehr. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.